Hi, gestern haben wir uns mit Key-Value-Datenbanken beschäftigt. Wir haben uns ein bisschen über Redis unterhalten und haben festgestellt, dass es für eine ganze Vielzahl von Anwendungsfällen wie PubSub, Logs, Caching und so weiter einsetzbar ist. Und heute kommen wir zu Column- und White-Column-Datenbanken. Bei diesen beiden Datenbanktypen, die klingen ja sehr ähnlich, Column-Datenbanken und White-Column-Datenbanken, die sind aber grundsätzlich grundverschieden. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Arten von Datenbanken. Eine White-Column-Datenbank, ich fange also mit dem zweiten Datenbanktyp an. Eine White-Column-Datenbank ist im Grunde genommen eine Key-Value-Datenbank, nur dass als Value hier eben komplexe Typen vorkommen, die eben mehrere Spalten sozusagen haben können. Man hat aber nach wie vor nur einen einzigen Key, nur der Wert ist eben an dieser Stelle komplex. Und diese mehreren Spalten oder diese mehreren Felder, die ich an einem solchen Wert haben kann, das wiederum kann von Wert zu Wert zu Wert verschieden sein. Das heißt, auch eine White-Column-Datenbank ist schemalos. Jede Zeile sozusagen, wenn man so will, kann also anders organisiert sein. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als eine zweidimensionale Key-Value-Datenbank. Und von daher, White-Column-Datenbanken werden häufig auch einfach als Key-Value-Datenbank bezeichnet, beziehungsweise der Übergang ist an der Stelle fließend, weil eben viele Key-Value-Datenbanken nicht nur mit einfachen Datentypen als Werte agieren können, sondern eben auch mit komplexen Datentypen wie Arrays oder Objekten. Und dann hat man im Grunde genommen schon eine White-Column-Datenbank. Insofern ist dieser Datenbanktyp relativ einfach zu erklären. Der Kontrast dazu oder das Gegenstück dazu sind die sogenannten Column-Datenbanken. Und die sind ganz anders aufgebaut. Die sind auch ganz anders aufgebaut als klassische relationale Datenbanken. Klassische relationale Datenbanken, und da machen auch Key-Value-Datenbanken keine Ausnahme, arbeiten ja erstmal zeilenorientiert. Das heißt, der Fokus liegt auf dem einzelnen Datensatz, sozusagen auf einer Zeile oder im Englischen auf einer Row. Und das ist immer dann gut, wenn man über einen Datensatz als Einheit spricht, wenn ein Datensatz in sich geschlossen sozusagen eine Informationseinheit abbildet. Die Frage ist aber immer dann, was macht man, wenn primär nicht die Zeilen verarbeitet werden sollen, sondern wenn die Spalten verarbeitet werden sollen? Also beispielsweise, wenn man etwas suchen möchte in einer relationalen Datenbank beziehungsweise in einer zeilenorientierten Datenbank, behilft man sich dann mit Indizes. Aber diese Indizes haben einen großen Nachteil. Prinzipiell beschleunigen die die Suche natürlich immens, aber sie bedingen eben immer eine Indirektion. Man hat immer einen zusätzlichen Lookup, weil man ja erst im Index suchen muss und dann nochmal auf die Tabelle zugreifen muss. Und das spart man sich bei der Spaltenorientierung. Also das typische Beispiel dafür wäre, dass man zum Beispiel ein Aggregat über eine Spalte bilden will, wie zum Beispiel die Summe. Und davon sind eben dann sehr, sehr viele Zeilen betroffen, weil man sozusagen alle Datensätze durchgehen muss, aber eben nur eine oder sehr wenige Spalten. Also wenn ich zum Beispiel ein Select Sum machen will über eine einzige Spalte, wenn ich zum Beispiel ein Select Sum über die Größenordnung von Bestellungen machen will, dann muss ich eben alle Zeilen der Bestelltabelle durchgehen, aber eben nur diese eine Spalte. Und das ist sehr aufwendig, wenn ich das zeilenweise machen muss, weil ich mir eben aus jedem Datensatz sozusagen immer erstmal das Feld mit dem Auftragsvolumen heraussuchen muss. Wohingegen, wenn ich natürlich diese Werte alle in einer Spalte habe, dann kann ich einfach diese Spalte direkt durchgehen. Das heißt, eine Column-Datenbank ist so organisiert, dass man eben nicht zeilenweise die Daten speichert, sondern sie spaltenweise speichert. Das Ganze hilft auch, wenn ich zum Beispiel ein Update auf einer Spalte machen möchte, was alle Datensätze betrifft, weil dann kann man in der Datenbank einfach über die gesamte Spalte iterieren und muss auch hier nicht wieder von Datensatz zu Datensatz zu Datensatz springen und sich die einzelnen Werte erst heraussuchen, sondern man kann eben alle Werte dieser einen Spalte sozusagen in einem Rutsch abarbeiten. Diese Vorteile gelten natürlich nicht immer, das hängt also vom jeweiligen Fall ab. Also dieses Select Sum als Aggregatsfunktion zum Beispiel, das war ein typisches Beispiel, wo eine spaltenorientierte Datenbank besser funktioniert. Auch das Update über die gesamte Spalte ist ein typisches Szenario, wo das sehr gut funktioniert. Aber spaltenorientierte Systeme sind nicht per se besser. Zum Beispiel, wenn für einen einzelnen Datensatz alle Spalten gelesen werden sollen, dann wird das in einer spaltenorientierten Datenbank entsprechend aufwendig. Oder auch das Einfügen neuer Datensätze ist verhältnismäßig teuer, weil eben dieser Datensatz nicht als eine zusammenhängende Zeile geschrieben werden kann, sondern weil eben in zig Spalten einzeln sozusagen die Werte eingefügt werden müssen, mit einem Verweis auf die ID des eigentlichen Datensatzes. Und insofern hängt das eben sehr vom Anwendungsfall ab, ob eine zeilenorientierte oder eine spaltenorientierte Vorgehensweise zu bevorzugen ist. Typische Unterscheidung in der Praxis ist gelegentlich, dass man also zeilenorientierte Datenbanken eher im OLTP-Kontext antrifft, also im Transactional Processing, wo wirklich gearbeitet wird, wo gemacht wird, wo sich Dinge verändern. Spaltenorientierte Datenbanken trifft man dann eher im OLAP-Kontext, also im Analytical Processing Bereich an, wo eben mehr gelesen wird, wo man vielleicht auch wirklich
Analysen fährt, die dann tatsächlich oft eher spaltenbezogen sind. Aber auch das muss nicht so sein. Also gerade die zeilenorientierten Datenbanken sind insgesamt einfach sehr viel gängiger. Und viele von den Problemen, die man im OLAP-Bereich hat, die kann man auch gut mit zeilenorientierten Datenbanken lösen sozusagen. Also insofern kann man CollumnDBs kann man schon als sehr spezifische Speziallösung ansehen. Und man braucht schon einen guten Grund, dass man wirklich den Einsatz einer einer spaltenorientierten Datenbank rechtfertigen kann. Insofern ist das eine Speziallösung für einige wenige Anwendungsfälle, am ehesten, wie gesagt, im OLAP-Bereich, im BI-Bereich und vielleicht im Big-Data-Bereich anzutreffen. Morgen gucken wir uns den dritten bzw. den vierten Typ von Datenbanken an. Das sind dann die sogenannten dokumentorientierten Datenbanken. Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ansonsten abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!